Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ein aufgebrauchtes Video und mit den neuen Haaren. Das erste Mal, dass ich vor der Kamera bin mit den neuen Haaren. Sehr, sehr, sehr anders auf jeden Fall. Ihr habt ja hoffentlich mein Video gesehen zu meiner Haarveränderung. Und genau, jetzt ist es das erste Mal vor der Kamera und ja, natürlich sind sie jetzt schon ein paar Mal gewaschen worden. Aber ja. Ich finde es sehr, 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 sehr anders auf jeden Fall, aber auch sehr, sehr, sehr cool natürlich. Und ich würde sagen, ich quatsche nicht so viel über die Haare, sondern wir legen gleich los und ich zeige euch, was ich dieses Monat aufgebraucht habe. Ich habe okay viel aufgebraucht. Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht unzufrieden mit dem Ergebnis, das ich erreicht habe. Ich finde es auch cool, dass wir heute, wir haben neue Haare plus crazy Make-up. I love it. Ich würde sagen, ich stelle euch mal vor. Mit was beginne ich denn? Und zwar beginne ich mit etwas, wo ich, ja, wo ich ein bisschen was dazu zu sagen habe. Und zwar ist es dieser Karton, den habe ich aufgehoben. Die Ampullen, die da drin waren, habe ich weggeschmissen, weil, dass ich die dann wieder da reingebe, war mir ein bisschen zu blöd. Und zwar ist es eben von Balea, der Beauty Drink in Hyaluron. Den habe ich jetzt getestet. Es waren 20 Ampullen, genau, 20 Ampullen waren drin. Habe das auch benutzt und, habe ich jetzt eine extreme Veränderung gemerkt. Ups, hier fliegt jetzt schon mein Aufgebraucht. Nein. Also habe ich eine extreme Veränderung gemerkt. Nein. Aber ich denke mir halt so, vielleicht, wenn ich es noch länger gemacht hätte, vielleicht hätte ich dann was bemerkt. Ich wollte ja an und für sich beim letzten DM-Haul, wollte ich da noch so eine Packung kaufen. Es gab die aber nicht mehr. War das eine Limited Edition? Ist auch blöd, weil dann fangst du sowas an und dann nehmen sie es aus dem Sortiment. Also, ich bin mir so ein bisschen blöd vorgekommen. Aber vielleicht waren sie einfach nur bei dem DM, wo ich war, einfach ausverkauft oder so. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall, geschmeckt hat es eigentlich sehr, sehr gut. Es hat eben nach, was war das? Johannes und Traubergeschmack. Also es hat, natürlich, es war süßlich. Also das war jetzt nicht so, dass man sagt, oh mein Gott, ich muss das trinken. Also das hat echt, das war angenehm. Ich weiß es nicht. Also am Anfang fand ich, lustigerweise ist es irgendwie schlechter geworden, meine Haut. Und dann ist es irgendwie besser geworden. Ich weiß es nicht. Deshalb würde ich da gerne zweite Packung noch kaufen. Beziehungsweise dann auch gleich zwei, damit ich so ein längeres Ergebnis habe. Aber dass ich jetzt irgendwie gesehen habe, dass die Haut, weiß ich nicht, straffer oder sonstiges wurde, das jetzt eher nicht. Also, das war jetzt nicht der Fall. Ja, vielleicht sind meine Haare schnell. Ich weiß es gar nicht. Aber ich fand es, ich glaube. Aber ich glaube, dass meine Gesundheit vielleicht schon besser gegangen ist. Also, eine Freundin von mir, die hat welche ausprobiert vom Biber. Das gibt es zwar nur in Österreich, aber da gibt es auch welche. Und die hat gemeint, dass die, sie hat jetzt auch keinen Riesenunterschied gemerkt, aber sie hat gemerkt, dass ihre Gesundheit, sie hat besser geschlafen und sonstiges. Und deshalb werde ich vielleicht meinen Biber-Haul machen. Es wird vermutlich nicht dieses Monat sein, aber als nächsten Monat dann. Da würde ich dann gern mal andere auch austesten. Ich weiß gar nicht, sie muss mir dann schicken, welche sie gekauft hat. Aber auf jeden Fall würde ich das gerne nochmal testen. Also ich war da auf keinen Fall abgeneigt. Also wäre das jetzt ein, würde ich nie wieder kaufen, das auf keinen Fall. Also es ist nur eine Frage von wo. Aber auf jeden Fall, die habe ich alle ausgetrunken. So, dann gehen wir schon weiter zu so Körperpflege oder wie das auch immer heißt. Ich finde es ja blöd. Manchmal ist es so, wenn du das dann, ich gebe das immer in mein Aufgebrauchtkörbchen und manchmal sehe ich dann ist noch so ein Mini-Produkt drin und ich ärgere mich so, warum habe ich das nicht rausbekommen, wie ich es aufgebraucht habe? Ah. Aber auf jeden Fall ist es von The Body Shop das Mango Shower Gel und ich habe schon mal früher Shower Gels von The Body Shop getestet. Das will jetzt gerade überhaupt nicht fokussieren. So, genau, so sieht das aus. Und funktioniert es gut? Natürlich riecht es wunderschön nach Mango. Natürlich, das riecht sicher jetzt immer noch. Ja, riecht wundervoll. Aber finde ich persönlich, dass man jetzt so viel Geld für ein Shower Gel ausgeben muss? Nein.
Also mir persönlich reichen die vom Balea wirklich ausreichend. Die sind für mich wunderschön. Aber es ist nicht schlecht. Also ich kann da nichts eigentlich Schlechtes sagen. Es war halt ein Schauchall. Würde ich es nachkaufen? Vielleicht irgendwann mal, wenn ich in Geld schwimme. Momentan nicht. Aber ja, also nach den letzten, das muss ich euch verlinken, der letzte XXX-Haul, Make-up-Haul, da ist das Geld geflossen, Leute. Jetzt muss ich dieses Monat sparen, sonst wird das nichts. Aber auf jeden Fall fand ich es gut, hat super funktioniert, wie ein Shower-Gel funktionieren soll. Aber ich werde es momentan auf jeden Fall nicht nachkaufen, aber es war auf keinen Fall schlecht und es hat sehr, sehr schön geduftet. Dann machen wir weiter und zwar habe ich von Balea, die sind hier gerade so ein bisschen weiter drüben, und zwar habe ich diese Shampoos da von Balea. Die sind, das ist die etwas exklusivere Marke von den Haarprodukten und ja, ich bin halt bei den Haaren ziemlich einfach. Ich meine, momentan, wenn ich im Stufenreihen bekommen habe, sind sie auch sehr voluminös in momentan, aber ich finde das gut, hat gut performt. Ich bin aber bei den Haaren sehr, sehr einfach. Ich habe eine gute Haarqualität. Auch wenn sie ihre negativen Sachen haben, sind sie halt sehr einfach in der Pflege. Und muss ich jetzt das Teure haben vor dem Billigen? Nein, muss ich nicht. Das Einzige, was ich bei der Serie schauen werde, ist, ob sie einen Silber-Shampoo haben. Weil meine Friseurin gemeint hat, ich soll das kaufen, wenn es eben beginnt, gelb zu werden. Und ich muss jetzt dazu sagen, es ist noch nicht gelb, aber ich merke, dass dieser Graustich einfach ganz draußen ist und da werde ich vielleicht mir ein Silber-Shampoo schnappen, wenn sie eins haben, hoffentlich. Und das ist das Einzige. Also sonst werde ich, glaube ich, von der Reihe vielleicht irgendwann mal, wenn ich wieder Lust habe oder so, aber es ist jetzt nicht mein Go-To-Produkt. Also mein Go-To ist halt einfach diese Basics. Ich glaube, ich habe hier so ganz stehen. Jetzt habe ich dieses Limited Edition da noch stehen. Und zwar das hier von Balea. Die funktionieren für mich wunderbar, riechen gut. Ja, genau. Und deshalb glaube ich, ja, und ich finde solche Tuben halt so mühsam, weil du bekommst das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ich bin da vielleicht zu blöd dafür, aber ich bekomme da einfach nicht immer alles raus. Und ja, das war übrigens einmal die Spülung. Man erkennt das halt jetzt auch so schwer, deshalb wollte ich es euch jetzt nicht von nahen eigentlich zeigen, wenn man kaum noch was erkennt, weil die halt so zusammengeknüllt ist, weil man da immer versucht, dann alles rauszupressen. Ja, also war nett, aber ja, vielleicht ein Silbershampoo, aber den Rest werde ich wahrscheinlich bei meinen normalen Balayers bleiben. So, weil wir jetzt gerade so wunderschön im Thema Dusche sind, komme ich jetzt hier mit einem Zettel. Und zwar, was habe ich aufgebraucht? Und zwar ist es von Lush. Und zwar dadurch, dass ich da euch das Produkt nicht zeigen kann. Es gibt auch keine Verpackung, weil ich es eben aufgebraucht habe. Und da gab es generell keine Verpackung. Und deshalb hoffe ich, dass ich ein Bild finde, sonst wird es ein bisschen blöd. Aber ich sage euch natürlich, um was es geht. Und zwar ist es dieses Comfort Zone. Comfort Zone heißt das. Und zwar ist das eben Shower Bombs. Also das ist eben so ein Shower Bombs. Also ich glaube, es ist Comfort Zone, ist der Geschmack oder Geschmack, also der Duft, den ich genommen habe. Und zwar ist das eben so, du tust das in der Dusche. Es ist wie so ein Shower Gel, nur halt eine Shower Bomb. Also es war eigentlich ziemlich so, wie ich es erwartet habe, muss ich dazu sagen. Also ich war jetzt nicht sehr überrascht. Es hat sich halt genauso aufgelöst eigentlich wie so eine Badebombe. Also es war eigentlich eine Badebombe halt für die Dusche, sagt ja auch schon der Name, Shower Bombs. Also jetzt nicht so, dass sie es geheimnisvoll machen. Aber ich glaube, ich habe drei Anwendungen. Ich glaube, ich habe drei Anwendungen aus dem kleinen Ding rausbekommen. Jetzt steht da natürlich im Video, wie viel das gekostet hat. Ich weiß es nur jetzt gerade nicht mehr. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es mehr gekostet hat wie 75 Cent. Wie ich 75? 75 Cent. Genau, 75 Cent. Und so viel kostet mein Balea-Duschgel. Deshalb, es war eine lustige Sache, aber das werde ich
definitiv nicht nachkaufen. Also wie gesagt, da muss dann auch wieder so der Geldrausch fließen, dass ich sage, ich kaufe irgendetwas. Aber auch dann könnte ich es mir jetzt nicht so vorstellen. Also es war halt vor allem drei Anwendungen. Das ist halt, ich meine, vielleicht war ich auch ein bisschen unsparsam, bin ich damit umgegangen. Das kann bei mir definitiv sein. Aber ich fand es halt trotzdem ein bisschen. Es war einfach nicht so mein Favorit. Es hat gut gerochen, es hat eben, glaube ich, so nach Himbeeren so gerochen. Aber ja, ich weiß nicht. Und dann musst du halt aufpassen, dass kein Wasser drauf kommt, weil sonst zergeht es von alleine. Und ich weiß, es ist viel besser für die Umwelt. Und ich bin ja immer so umweltmäßig. Aber ich habe mir überlegt, vielleicht es gibt jetzt immer mehr diese, diese festen. Wie heißen die? Diese festen Body Shower Gels und Shampoos und was da nicht alles gibt. Weil die sind ja auch viel, viel umweltfreundlicher, weil da eben nicht dieses ganze Plastik ist, weil die sind meistens in Papier verpackt, also in Kartons und so, also diese Pappdinger halt. Und das habe ich mir schon überlegt, dass ich auf das umsteige. Ich muss mal schauen, ich werde da was kaufen und schauen, wie mir das gefällt. Weil natürlich das Plastik ist blöd, das ist mir schon bewusst. Aber das ist halt auch blöd, weil. Du kriegst halt drei Anwendungen raus. Und ich meine, gut, ja, wenn du so viel Geld hast, dass dir das egal ist, schön, aber das ist halt bei mir nicht so. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, drei Anwendungen und egal. Nee, das ist mir ein bisschen, das ist mir einfach zu teuer. Und ich fand es auch persönlich mag ich halt dann doch echt gerne einen Showergel. Aber ich finde, es wäre ja cool, jetzt komme ich hier mitten im Video mit Ideen, aber es wäre ja cool, wenn es so Marken gibt oder so einen Store, wo man so eine Flasche bekommt. Also so ähnlich wie bei Lush. Nur dass du zum Beispiel auch Showergel wieder. Obwohl, kann man das nicht auch bei Lush? Gibt es wahrscheinlich auch. Aber das ist halt so teuer. Das wäre halt in cheap. Ich meine, das ist halt angenehm. Wenn man das eben so Umweltdings, dass man das halt so immer dann nimmt man sein Glas mit oder seine Verpackung halt mit und dann geht man dorthin, weil ohne der Verpackung kriegst du nichts. Das wäre zum Beispiel, dann müssen die Leute es mitnehmen und dann muss es aber halt auch preislich gut sein, weil Lush ist halt schon teuer. Das finde ich schon teuer. Ich meine, die Produkte sind cool und alles, aber es ist schon teuer. Aber der war jetzt nicht so. Es war cool, es ausprobiert zu haben, aber nee, den brauche ich nicht mehr. So, jetzt machen wir mal weiter. Und zwar ist es jetzt nicht mehr viel. Also es sind eigentlich nur noch drei Produkte. Ich weiß noch nicht ganz, mit was soll ich starten. Machen wir es, was mache ich meistens, nachdem ich duschen war? Und zwar schmiere ich mich ein. Und zwar habe ich das in letzter Zeit getan mit dem, ja, von, ich weiß, das ist von Revolution. Und zwar, ich glaube, das ist nur Revolution. Also es ist eben von Revolution und zwar ist das dieser Friends Moisturizer. Der ist jetzt so ein bisschen schmutzig hier oben. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und natürlich ist er leer. Ich muss dazu sagen. Ich kann euch gleich am Anfang sagen, den werde ich nicht mehr nachkaufen. Warum? Warum? Hat so. Der Geruch hat mir nicht so gefallen. Er hat so. Oh Gott, wie soll man das beschreiben? Ein bisschen. Ich weiß nicht. So manchmal wie so auch Balea momentan riecht. Früher haben sie das nicht, aber es riecht dann so irgendwie so nach alter Maschine. Oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber es gefällt mir nicht. Es gefällt mir überhaupt nicht, der Geruch. Und ja, ich fand den Auftrag eigentlich sehr gut. Es ist eigentlich sehr schnell, also normal eingezogen. Man hat unglaublich viele Anwendungen rausbekommen. Also den habe ich versucht schon so lange aufzubauen. Ich glaube, wann habe ich den gekauft? Im November oder sowas. Ich habe ihn natürlich dann nicht sofort benutzt, aber ich habe den schon lang. Ich habe den schon lang und ich ist dann immer so blöd, wenn du ein Produkt hast, das du eigentlich nicht benutzen möchtest und du hast so viele Produkte, die du lieber benutzen möchtest, aber du bist halt so ein Mensch, der, wenn er was gekauft hat, das natürlich aufbrauchen möchte. Und wenn du es halt nicht jetzt sofort aufbrauchst, dann weißt du, dass du es gar nicht mehr aufbrauchen wirst. Und so war das mit dem. Und deshalb habe ich mich gezwungen, den aufzubrauchen. Weil ich natürlich, oh, ich schmeiße auch nichts weg. Aber das Blöde ist, wenn ich es dann halt nicht benutze, dann stelle ich es irgendwo hin und dann vergammelt es dann irgendwo. Und das will ich halt auch nicht. Aber den werde ich definitiv nicht nachkaufen. Ich war.
enttäuscht, ich weiß nicht, aber doch, der war auch ziemlich teuer. Ich weiß nicht, also enttäuscht, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ich das nicht mehr haben möchte. Das weiß ich. Das hat mir einfach nicht gefallen. Ich weiß nicht. Es war jetzt kein schlechter, keine schlechte Body Butter oder wie die auch immer heißt oder Moisturizer, aber also nochmal brauche ich das definitiv nicht. Und ja, ich bin jetzt froh, dass er aufgebraucht ist. Und ich habe einen neuen Moisturizer, auf den ich jetzt super excited bin, den euch vorzustellen. Aber auf jeden Fall, der ist aufgebraucht. Endlich. Dann haben wir auch noch. Und zwar haben wir von Jake Jamie. Und zwar ist das die. Oh Gott, wie heißt die denn? Das ist die. Gott. Steht das dann irgendwo? Mint Choc Chip Face Mask. So sieht das aus. Ich liebe das Packaging. Ich liebe diese Jake Jamie Masken. Ich bin süchtig nach diesen Jake Jamie Masken. Ich muss jetzt mal dran riechen. Ist natürlich auch leer. Das würdet ihr beim Glas sogar erkennen. Also auch beim Plastik sieht man es ja meistens. Bei fast allen Produkten sieht man es ja eh. Riecht wundervoll. Ich mag die. Ich habe das Gefühl, sie machen was für meine Haut. Vielleicht bilde ich mir das ein, ich weiß es nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, ich mag die einfach. Ich mag die voll. Die riechen gut, die sind süß. Preis-Leistungs-Verhältnis ist für mich auch top. Also ich finde, ich mag die voll. Ich mag die echt voll. Und ich habe jetzt dann bald fast alle, die er hat, aufgebraucht. Getestet habe ich fast alle jetzt. Oder alle sogar. Aber aufgebraucht habe ich jetzt dann fast alle. Ich glaube, mir fehlen noch drei oder so. Aber die habe ich auch. Natürlich, ich hab alle Jake Jamie Masken. Also, ich habe alle. Ja. Und ich kaufe die auch immer nach. Und ach, es riecht so, so, so gut. Und wie viele Anwendungen? Ich glaube, weil das ist so eine dickere, habe ich 5 Anwendungen bekommen. Mach aber auch immer den Hals mit. Ja, das ist vielleicht auch wichtig. Würde ich euch auch immer empfehlen, auch immer den Hals mitzumachen, weil, ja, wenn ihr schon dabei seid, vergisst doch nicht euren süßen Hals. Und auf jeden Fall, werde ich die nachkaufen, auf jeden Fall. Ich habe sie schon nachgekauft. Ich finde die ganz toll. Ich liebe die Jake Jamie Masken. Und die sind fast jedes Monat ist auch eine dabei, weil ich die so sehr, sehr liebe. Ich finde die ganz, ganz toll. Dann das letzte Produkt und das wird jetzt ein bisschen spannend. Und zwar ist es nicht nur ein Produkt und zwar sind das ganz, ganz viele. So, jetzt habe ich dann das Ding darunter gehaut. Und zwar sind es ganz, ganz viele von meinen Eyebrow Pencils. Yay! Und zwar, ich habe noch nicht ganz alle aufgebraucht und zwar mir fehlt noch einer. Mir fehlt nur noch einer und der ist jetzt auch schon, also da ist wirklich nicht mehr viel. Also der wird mir die Woche noch ist übertrieben. Aber er wird noch ein paar Tage, sagen wir noch, reichen und dann sind sie fertig. Dann habe ich, ich habe es, also ich würde, ich sage dazu, es zählt, als würde ich alle aufgebraucht haben. Weil der passt nur noch ein paar Tage. Das heißt, ich weiß ein paar, ich habe eigentlich alle in den Korb gegeben, aber ich glaube, ein paar sind weg oder die sind dann doch in den Müll gelandet. Aber es waren unglaublich viele. Es hat unglaublich lange gedauert, weil ich bin halt, ich kaufe gern auf Vorrat. Vor allem Produkte, die ich echt liebe, weil ich dann nicht Lust habe, dann immer wieder das zu kaufen, auch wenn ich momentan das eh tue wegen DM-Hauls und so. Aber dann hatte ich halt so viele. Und dann habe ich eben dieses Eyebrow Gel von Essence entdeckt und war so, oh blöd, jetzt muss ich die noch alle aufbrauchen. Und das habe ich jetzt getan. Und ich bin so, so froh drüber, dass ich das jetzt endlich geschafft habe. Das heißt, die sind aufgebraucht, die sind fertig. Das ist, ich bin voll, voll, voll froh. Nicht, weil ich die, ich finde sie nicht schlecht. Aber für mich persönlich gefällt mir der Look mit dem Eyebrow Gel einfach viel, viel besser. Deshalb werde ich die definitiv nicht nachkaufen, weil ich eben das Eyebrow Gel für mich entdeckt habe und ich das einfach viel hübscher finde. Ich finde das mehr,
Natürlich ist halt immer so ein blödes Wort. Ich meine, natürlich. Wenn ich natürlich bin, dann könnte ich auch ohne Make-up herumlaufen. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Aber es sieht halt dann doch irgendwie mehr. Das ist halt sehr aufgemalt. Und das ist halt mehr diese. Das ist wie eine Mascara. Es ist halt mehr dann betont und nicht. Also, es ist genau dasselbe wie Fake Lashes und Mascara. Das eine ist halt. Ja, vielleicht nicht ganz, aber das ist heute mein Vergleich dazu. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich sie aufgebraucht habe. Aber ich fand die echt lange, lange. Ich habe die, glaube ich, seit 2017 oder so. Habe ich die schon benutzt? Ja, ich habe die ganz, ganz lange benutzt. Ja, sehr, sehr, sehr lang habe ich die benutzt. Manchmal sind sie aus dem Sortiment kurz gegangen, aber sie sind eigentlich dann doch immer wieder zurückgekommen. Und die habe ich schon richtig lang. Das heißt, es ist eigentlich schon so ein bisschen ein Herzschmerz, sie gehen zu lassen. Aber der größte Herzschmerz, glaube ich, wäre, wenn ich jemals mein. Oder wenn das Essence All About Matte Fixing Powder aus dem Sortiment geht. Ich glaube, dann kriegen die meisten die Krise, weil das ist halt so ein Favorite-Produkt. Aber ich glaube, das werden sie nie machen, weil sie wissen, dass das so ein Hit ist. Also ich lehne mich das im Fenster, um zu sagen, dass das ihr meistverkauftes Produkt ist. Ich glaube, die Nagellacke sind auch ziemlich, ziemlich hoch im Kurs. Aber also es muss auf jeden Fall Top 5 sein. Also Top 5, sage ich, ist das All About Matte Fixing Powder. Definitiv. Aber die sind aufgebraucht. Und das, meine lieben Leute, das waren alle Produkte, die ich aufgebraucht habe im Mai. Das Video ist jetzt ein bisschen später gekommen, aber es hat ein bisschen gedauert und dann halt mit Haarchanging konnte ich ja natürlich nicht sofort ein Video hochladen mit den neuen Haaren. Das wollte ich natürlich nicht. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir macht das immer super Spaß, die Sachen aufzubauen. Ich sage euch, nächstes Monat kommt viel. Das sage ich jedes Monat. Ich weiß, ich sage es jedes Monat. Aber nächstes Monat kommt viel. Und da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil da habe ich so ein paar Sachen, die ich jetzt dann nicht testen konnte, weil ich ein bisschen was zu tun hatte in letzter Zeit. Also ziemlich viel. Aber jetzt dann, da kommt dann was. Da kommen ziemlich viele. Und wenn es nicht so ist, dann sage ich das halt wieder im nächsten Video. Es gehört so aufgebraucht dazu, dass ich immer sage, das nächstes Monat aber. Aber es ist mehr wie letztes Monat gewesen, oder? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das waren die Produkte, die ich im Mai aufgebraucht habe. Und ich würde dazu sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo jetzt ein weiteres Video von mir und könntest meinen Kanal abonnieren, da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann würde ich mich super freuen, wenn ihr noch kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es, von euch zu hören. Und dann könnt ihr mich super gern auf Instagram DM, da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!